Es ist teilweise eben sehr, sehr individuell, wie das funktioniert. Es gibt Menschen, die können mit der bipolaren Störung leben, also mit einer manischen Depression zum Beispiel. Lässt sich ganz allgemein nicht sagen. Das hängt dann immer sehr vom Individuum ab. Letztendlich, ne? Es gibt auch Menschen mit Psychosen, die irgendwo eine Nische finden und zurechtkommen. Es gibt Menschen mit Suchterkrankungen, die es schaffen, auch mit ihrer Sucht irgendwie zu leben. Es gibt substituierte Menschen zum Beispiel, ne? Die jeden Tag in die Substitutionspraxis fahren und dort, was ist, ihr Methadon sich besorgen und weiterhin als Rechtsanwälte arbeiten oder so. Das gibt's alles. Es ist eine Frage der Coping-Strategien, also der Bewältigungsmechanismen, die man ausbildet, obwohl man eine bestimmte Störung hat. Und es ist teilweise eben sehr, sehr individuell, wie das funktioniert. Es gibt Menschen, die können mit der bipolaren Störung leben, also mit einer manischen Depression zum Beispiel. Es gibt Schauspieler, die eben, wenn sie gut drauf sind, eben arbeiten und wenn sie nicht so gut drauf sind, eben dann aussetzen und auch ein entsprechendes Arrangement treffen können mit Regisseuren, mit dem ganzen professionellen Setting drumherum. Auch das geht. Es ist eine Frage der inneren Kraft, der inneren Motivation, auch mit diesen besonderen Umständen irgendwie sich eben einzurichten. Und es ist grundsätzlich immer etwas leichter mit funktionellen Störungen, die nicht so tiefgreifend in die Persönlichkeit also zurückwirken, sage ich mal. Deswegen ist es zum Beispiel mit einer komplexen Traumastörung sicherlich auch manchmal schwerer als, sage ich jetzt mal, mit einer mittelgradigen Depression zum Beispiel.